Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Let's Play Together Star Trek The Video Game mit Paxis. Ja, genau, mit Paxis für diejenigen, die es nicht verstanden haben. Und eben Beam. Ja, das ist ein Wind ja hier oben, Alter. Weg damit. So, hört mal. Ja, wir wollen es jetzt nochmal probieren. Diesen feinen Schlag von der Enterprise aus. Müssen wir noch was jetzt hinkriegen? Also ob du es jetzt hinkriegst, bin ich doch nicht in der Mehrzahl. Ich hatte überhaupt nichts falsch gemacht. Ja, aber es ist halt auch immer so leicht, die Schuld auf andere Leute zu schieben. Mein Schild ist weg. Moment, ich glaube, der Fehler ist einfach, dass wir hier in der Mitte stehen bleiben. Wir müssen da runter, glaube ich, auch wenn da Gegner sind. Okay. Kann das sein? Kann sein, ja. Jeder jetzt mal. So, kommen wir hier überhaupt drüber? Ne, wir kommen nicht drüber. Okay. Ne, also nicht. Das werden wir wieder zurück. Wieder zurück, ja, wir gehen mal zurück. Du musst auf jeden Fall ein Ziel malen. Wie geht das? Ist da irgendwas da? Zielen Sie mit dem Tricorder, ja, okay, ich probier's nochmal. Aber es ist jetzt. Wie soll ich denn da hinzielen? Ich bin ja gar nicht weit oben genug dafür. Ich probier's nochmal. Okay, jetzt habe ich es mal hinbekommen. Sehr schön. Und du musst mir mal hochhelfen, bitte. Alter, krass. Hier hinten ist auch was zum Energieauffüllen dann. Wo denn? Hier, muss mir nachkommen. Hier. Kann man sich heilen. Irgendwie kommen jetzt immer mehr Schiffe. Ah, ist ja gut. Ich will jetzt weiter geradeaus, oder? Ach du ja, Scheiße, was ist denn hier los? Von hinten Gegner, Alter. Ich glaube, die schießen gleich extrem derb auf uns. Ich bin schon wieder down. Hier drüber. Aber was machst du denn? Ja, dir kamen halt 4 Leute von hinten oder so gerade. Ich aber erstmal. Okay, ich steh wieder. Ich heil mich mal fix. Bin aber auch fast tot. Scotty, energize! Ah, endlich. Oh, endlich, Alter. Krass. Huh. Okay, was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben lang genug überlebt, würde ich sagen. Okay. Achso, der hat uns hochgeschrieben, alles klar. Ja. Lieutenant Uhura, open hailing frequencies. No response, sir. I don't feel like talking anyway. Sulu, check off, prepare to engage hostiles. Aye, aye. Yes, sir. Captain, sensors indicate a Vulcan life sign on the larger enemy ship. It is Sirak. Captain. I would advise a more cautious approach. Noted. Enemy fighters within range, Captain. Captain, enemy ships changing course. They're heading towards us. Phaser banks fully charged, Captain. Ready when you are. Hold weapons fire only on my mark. Fighters approaching in 3, 2, 1. Fire! Ach, jetzt müssen wir auch noch hier schießen, das ist ja geil. Oh, krass, Alter. Du bist wahrscheinlich der Rote, oder? Der Rote Laser. Ich bin der Rote Laser, ja. Ich bin der Coole. Bist du ja dieser komische. Ich bin der blaue. Der babyblaue Laser, ja, ja. Worauf will man denn hier schießen? Auf die gegnerischen Schiffe. Ja, aber ich sehe nicht, dass wir irgendwie Damage machen. Ja, die halten wahrscheinlich einfach einiges aus. Ah, mit mittlerer Maustaste hier kannst du solche Torpedos losschicken. Ah, okay. Also, ich zumindest. Sieht schon viel besser aus. Healerfassung steht da irgendwas. Schilde oben, ach, wir können auch Schilder hochholen, wenn wir eh nehmen. Okay. Okay. Schilde laden. Wiederfassung, Ziel wurde erfasst. That damn ship is out there taking shots at us. I recommend focusing all weapon fire on its vital points, Captain. Taktikmodus Tutorial. Drücken Sie Space, um den Taktikmodus zu aktivieren und dann linke Maustaste, um auf kritische Bereiche von Feinden zu zielen. Mhm. Jetzt hier aber kein. Ach, hier oben! Ja, das, alles was klar. Hier gelb ist, würde ich schätzen, oder? Ja. I'm seeing a dramatic increase in enemy count, sir. Then let's get this over with. Oder? Indeed. Wo die Blitze rauskommen, ist das, Nee, wir haben das schon abgeschossen gehabt. Ach so. Boah, ich bin echt gerade ein bisschen verwirrt, mich zu geben. Ja, das ist gerade ein bisschen Mindfuck. Brainfuck. Okay, jetzt sind wir wieder im taktischen. Oh, oh, ich glaube, wir sind jetzt kaputt, oder? Haben wir es nicht geschafft? Nee, sieht gut aus.
Ja, die Torpedos sowieso mal astrein vorbeischießen erstmal. Die Raumschiffe von denen sehen aus wie kleine Zwergenköpfe. Wie große Zwergenköpfe. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mit Schilden arbeiten, wenn die Raketen auf uns schießen. Ja. Sonst sind wir relativ schnell tot. Ja, kümmer du dich mal um die Schilde. Okay. Bus. Ich habe irgendwie keine Energie mehr. Aha. Ich kann keine Laser mehr abschießen. Ja, wenn du mittlere Maustaste drückst, dann visiert er ein Ziel an. Wenn das angesiert hat, dann musst du nochmal mittlere Maustaste drücken, damit er abschießen kann. Irgendwie sowas. Höhenintensität liegt nur bei 18%, das ist nicht so geil. Vielleicht macht das Raumschiff bei dir was anderes als bei mir, ich weiß es nicht. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Nee, das ist geplant. Wir haben alles richtig gemacht. What the hell are they doing? They appear to be engaging in some kind of suicide mission. Oh nein. Scotty, damage report. Assessing damage, but at first peak she seems to be holding together, sir. But I don't know how much more of this she can take. Jeez, oh you bastard! Salute, check off, make sure none of them get through. Und nu? Preisschild, aktivieren Sie die Schilde Länderpreis mit E, um die Kamikaze-Schiffe abzuwehren. Okay, also geht's jetzt nur noch um Abwehren. Problem, ich sehe halt, wann die kommen. Okay, ich gebe mir Mühe. Ich kann halt gar nichts mehr machen irgendwie, gerade. Okay, dann bin ich wahrscheinlich für die Schilde zuständig. Taktischer Offizier vielleicht? Bin ich das? Das kann sein. Ja, klar. Bist du. Glaube ich. Ich kann nicht schießen. Jetzt geht's gerade wieder und jetzt wieder nicht mehr. Komisch. Wahrscheinlich immer, wenn ich Schilde drücke, haben verloren, glaube ich. Ja. Wir haben einfach viel zu spät gemerkt, dass wir mit den Schilden arbeiten müssen. Sag ich doch. Wir müssen viel, viel eher mit den Schilden arbeiten. Boah, ich glaube, das wird eine knifflige Situation. Also ja, ich glaube nicht, dass wir das beim zweiten Mal schon schaffen. Jetzt ist zum Beispiel noch keine Anzeige, dass man das Schilde aktivieren sollte. Also ist es jetzt wahrscheinlich noch nicht so. Jetzt. Ja, der hat uns jetzt schon abgeschossen. Hä? Was? Krass. Irgendwie. Hä? Wie kann der uns jetzt schon abschießen? Wir haben nur noch 18% Höhenintegrität. Ja. Das heißt, der hat einen total bekloppten Zeitpunkt gespeichert auf jeden Fall. Ja, so sieht's aus. Das sieht aber besser aus jetzt. Ja, ich weiß auch nicht, was wir jetzt gerade gemacht haben, aber voll cool. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, worauf ich schießen soll. Ich sehe halt irgendwie gar nichts gerade. Das Problem ist, wenn die Schilde um sind, können wir logischerweise nicht schießen. Ja. Wir sterben kann gleich das, wieder. Kann das jetzt einfach mal vorbei sein? Och, das ist doch nervig, Alter, echt. Wir müssen es durchziehen. Das Problem ist, dass wir 18% Integrität bloß haben. Ja, dann müssen wir selber halt neu starten. Wahrscheinlich, aber wir können doch einmal probieren. Okay, einmal noch, dann Level neu starten. Ach komm schon. Ja, aber das war da jetzt so mit dem taktischen Modus, oder? Also, ich habe den jetzt nicht aktiviert gehabt. Yeah. Aber ich das wahrscheinlich. Ja. Richtig verstanden habe ich doch auch noch nicht mit dem taktischen Modus. Ja, der tut einfach nur so eine Art Slow Motion machen. Da hat man mehr Zeit zum Reagieren. Dann hau man nicht ständig die Schilde raus, weil sonst kann man nicht schießen, das ist auch kacke. Muss ja irgendwie so eine Art Balance finden dazwischen. Ja, mich fehlt hier ein bisschen der Radar, muss ich sagen, das Radar. Ah, das ist so ein Mist, nicht Alter. Wir müssen nochmal anfangen. Das Level, das schaffen wir sonst nicht. Wir hätten eher schon mit den Schilden arbeiten müssen. Ja. Fighters approaching in 3, 2, 1. Fire! Worauf ich jetzt richtig schießen muss, weiß ich immer noch nicht. Ich hab's auch nicht verstanden. Aber ich glaube, wir sollten nicht auf das Hauptding schießen. Das bringt, glaube ich, nicht so viel. Ehrlich gesagt. Hä? Was ist denn hier los? Durch. Ich habe ab und zu mal das Schild aktiviert. That damn ship is out there taking shots at us.
I recommend focusing on 89%. Ich glaube, es sieht ein bisschen besser aus jetzt gerade. Ja. Base mit Taktismodus zu aktivieren. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. Ah, okay, damit können wir Punkte markieren am Raumschiff. Jetzt habe ich es kapiert. Then let's get this over with. Indeed. Ei, wenn die Dinger kommen, müssen wir auf jeden Fall, wenn diese Torpedos abschießen. Ah, jetzt haben wir keine Schilde mehr. Fuck. Dann müssen wir versuchen, die Dinger hier abzuschießen. Alter Schwede. Jetzt können wir hier wieder Taktikmodus machen. Zack. Mal wieder ein paar Runde geholt. Aber ich weiß halt immer noch nicht so richtig, ob wir... Ah, okay, jetzt sind wir schon mal. Wir haben jetzt 64%, das sieht schon mal besser aus. Mal, dass das diesmal reicht. Ich hoffe es. Assessing damage, but at first peak she seems to be holding together, sir. Ja. So, Enterprise-Schilde. Auch geil, dass man jetzt erst erfährt, dass man hier Schilde benutzen muss. Ja, es ist ein bisschen doof gemacht mit dem Tut. Fuck, jetzt haben wir noch 46. Wir müssen aufpassen, wenn diese komischen... Was soll man denn sehen, wann diese Kamikaze-Typen da kommen? Ich sehe die halt nicht. Ah, jetzt sehe ich es, Alter. Wir haben da unten ein Radar. Guck doch mal. Ach so, okay, toll. Spät. Doch, ist aufgefallen. Wir müssen uns mal einigen. Wer hat die Schilde aktiviert? Ich mach das mal, okay? Schieß du mal. Okay. Sieht schon besser aus jetzt. Okay. Captain, the enemy ships have resumed their course towards the rip. With the attack fighters destroyed, we should easily overtake the remaining vessels. Geschafft, oder was? Hold your fire, Sulu. Take us to full impulse and bring us within transport range. Ja, sieht so aus. Mein letzter taktischer Angriff war vernichtend. Bock halt. Spock. Der Spock hat wieder die logische Schlussfolgerung gezogen. Ja, Spock. Captain, it wasn't us. If I didn't know any better, I'd say they were firing on their own ships. They are creating a debris field with their own people. In torpedo range, sir. Target their engines. I just want that ship disabled. There's too much debris. We can't line up the shot. Then you'll have to do it manually. This should be interesting. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Ah, Speicherpunkt, Gott sei Dank. Ach, Kaschan gerade oder was? Ja, ich kann nicht steuern. Aber wir müssen das Schiff steuern oder was? Ja, das habe ich erst viel zu spät gemerkt. Tut. Sehr geil. Was ist denn, müssen die doch mal was? Hä? Selber, oder? Wer steuert denn jetzt von uns beiden? Also ich kann auf jeden Fall steuern. Ne, ich nicht. Dann hast du jetzt die Verantwortung hier. Aber das ist so eine umgedrehte Steuerung. Wenn man nach oben drückt, geht er nach unten. Ja, ne, gib dir jetzt mal hier ein bisschen Mühe, Alter. Ja, warte. Nachdem du mich hier voll geflamed hast, dass ich nicht getroffen habe vorhin. Ich kann nichts machen. Oh. Mach das schon. Ja, du musst an den Hindernissen vorbeifliegen. Da, weiß ich, darf aber nicht so weit runter, oder weißt du, wenn ich so weit runter fliege, dann gehe ich auch kaputt. Fuck, ey. Ich muss genau mitten durch, oder was? Ja. Du musst an den Hindernissen vorbei. Warum schießen die nicht mehr von diesen Photon-Torpedos ab? Ach, die kannst du abschießen, oder? Warte mal. Bestimmt, du schießt ja, oder nicht? Ach, okay, ich kann diesen Torpedo steuern gerade. Aber was, ja, ich nicht verstehe, ist, ob wir beides ein Torpedo sind. Ne, abfeuern kann ich hier nicht, ich kann den nur lenken. Ja, hä? Ich war da jetzt durch! Ja, aber ich muss. Anscheinend müssen wir beide durchkommen, so wie es aussieht. Ich schnick das jetzt erst. Okay, ey, Alter. Fail-Folge schlechthin wahrscheinlich. Wer schießt denn immer die Torpedos ab? Niemand, wir müssen beide nur mit unseren Torpedos durchkommen. Ach, wir sind Torpedo und müssen da einschlagen. Ja, irgendwie, Ziel. Irgendwie ach sowas, so, jetzt habe ich es kapiert. Oh, meine Fresse. Ich bin extra vorbeigeflogen an dem Ziel, weil ich dachte, ich muss da nicht, hin. Nee, du musst da rein. So, ich glaube, ich schaff das jetzt auch. Sag mir das doch. Ja, ich auch. Gut. Na nee, also, wenn die das mal erklären würden. Nee, ohne Mist, da wir sind zwar ein bisschen langsam und so, aber da kann man ruhig mal einen Hinweis geben, ganz ehrlich. Ja.
Ich hab gedacht, ich wäre das Schiff. Ich dachte auch, dass wir das Schiff sind. Sehr geil. Hättest du gekommen, jetzt aber der obviously Torpedo gewesen. Facepalm. Vor allem habe ich noch nie in der Serie gesehen, dass die ein Torpedo selber gesteuert haben. Tja. Uhura, gib mir Starfleet Command, Sulu, set a pursuit course. We're going after them? Full impulse power, Sulu. Aye, aye, sir. Jim, sickbay is overflowing. We need to get these people to the nearest starbase immediately. Sir, the RIP is interfering with communications. I can't hail command. Wait, so your plan is to go through a compressing tear in the fabric of space to chase a vicious alien race that we don't know anything about, except they now have a doomsday device, and we can't even call for backup? Perhaps the doctor is right. If we were to fail in our pursuit, Starfleet would know nothing of our fate. Entering the RIP in 2 minutes, Captain. We really don't even know what's on the other side, Jim. Power down, Mr. Sulu. Commodore Daniels operates a starbase nearby. He could offer additional support. Daniels? Really? Kinda hate that guy. While I agree with your assessment of his character, Captain, he may be our only option. Tomorrow we will get your father back, I promise. I appreciate your compassion, Captain, but we must focus our energies on retrieving the Helios machine. If the Gorn learn to harness its power... That isn't gonna happen. Enterprise? Bridge? Sulu, pilot the Enterprise back to New Vulcan. Search for any other survivors and bring them back to this base as soon as you can. Aye, aye, sir. Lieutenant, energize. Energie. So, jetzt speichert es ja bestimmt und dann können wir nämlich die Folge erstmal. Ich hoffe es. We need to observe quarantine procedures. Ja, Speicherpunkt. We have no idea what we're dealing with here. Okay, gut. Einfach stehen bleiben, würde ich sagen. Würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Ja, war ja ziemlich spektakulär gewesen und wir haben es immerhin irgendwie geschafft, um Torpedo zu fliegen und die Schiffe und was auch immer. War sehr verwirrend, aber irgendwie haben wir es hinbekommen. Haben wir gut hingekriegt. Spock. wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder am Start seid, ne? Also, bis dahin, macht's gut. Tschö. Ja, auch von mir und denkt dran, immer schön kreuzweise angucken, das Ding hier, ne? Also, euer Paxis, bis morgen. Tschö, tschö.